Dadurch, dass wir eh schon so ein Porno-Moped haben. Ist das eigentlich völlig Bums. Okay, das sind so Heildinger halt. Okay. 5 angezündet. 6 angezündet. Und tschüss. So, das aufsammeln, das aufsammeln. Was habe ich jetzt überhaupt zu tun? 3 Beschwörer umnieten. Ja, das sind zwar keine Beschwörer gewesen, aber eigentlich auch egal. Alles, was uns im Weg steht, muss halt verrecken. Ne? Aber wo finden wir die denn jetzt? Schon down, okay. Warum wird hier das so überschnitten? Weil ich habe da nur noch. Das ist ja was anderes und das auch. Ich habe ja nur noch die hier. Hätte doch gereicht, wenn man da einen großen Kreisel drin zieht, oder nicht? Gut, nicht, dass mich das jetzt stört, aber. Zwischendurch kann man hier immer mal noch die Teufelchen ummetern. Gibt halt immer mal noch ein paar XP. Und der 500er Erfolg kommt näher. Der 500er Erfolg kommt näher. Auf den Dicken habe ich gerade eigentlich gar keinen Bock. Wenn ich ehrlich sein soll. Hm, da haben wir einen Beschwörer, sehr gut. So, schon weg. Okay. Oh.
Uns fehlt aber immer noch einer. Und so wieder denken, was man mal machen könnte. Du bist gebunden. Okay, du kommst eh nach da. Du auch. Könnte man mal versuchen, ob man die verkaufen kann. Für ein bisschen, weil wir brauchen ja 1 Million Astraldiamanten, damit wir unser Schätzchen noch weiter waffen können. Das muss so sein. Kann nicht so schwer sein, jetzt hier den scheiß letzten Beschwörer zu finden, ne? Jetzt mal ernsthaft. Geht doch. Und das Quest wieder wegbringen. Linde, 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 Bonanza. Linde, 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 Linde. Achso, kann man auch so hinlaufen. Und wenn es irgendwann so weit ist, dass nicht mehr allzu viel zu tun ist, so vom Leveln her oder so, dann werde ich auch einfach mal nur durch die Gegenden reisen und gucken, ob ich die ganzen Aussichtspunkte finde. Die Ashmedai müssen für ihre Tat durch den Tod ihrer Beschwörer. Nachdem ihr den Hirten der Verdammten besiegt habt, haben sich die... Sobald die Teufel vertrieb, schade um die ganzen guten magischen Materialien, aber nur so, als sie in den Händen der Ashmedai zu lassen. Das hier. Mein Freund, euer Sieg. Zwar habt ihr die wahnsinnigen Ashmedai davon abgehalten, das Portal für ihre eigenen Zwecke anzuwerfen, aber gleichzeitig wurde ein Stück unserer gemeinsamen Geschichte... Ja, sehr ruhig. Erstmal wieder Platz machen. Ja, hier die roten Dinge, ach, die blauen Dinge kann man ernsthaft mal versuchen, ob wir die für, keine Ahnung, 3,50 € in einer Dinge hier verkaufen können. So, der geht ja noch nicht. So ist eh der falsche. Wir wollten da hin. Heilung gibt es auch, okay. Dann machen wir den einfach mal. Talente geht wieder da drauf. Ja, der nächste ist ab 45. Okay. Hier unten haben wir jetzt einen frei. Nimm mal voller Beutel. Thank you.
sag's euch, diese Ashmedai respektieren niemanden. Mal so, damit wir zumindest den Platz da wieder frei haben. So. Weil den kann man zur Not wegschmeißen, auch wenn er weh tut, weil dann einer ist für Zen. Aber zur Not kann man das Ding halt auch immer noch wegschmeißen, weil wenn man dann. Ja, den kann man halt auch noch mal eben aufmachen, dann wird ein Platz mehr. So. Das da reinpacken. Das. Scheiß Laden. Ich sag's euch, diese Ashmedai respektieren niemand. So. Das ist etwas von bis zu 30 Kubikfuß. Ach so, ich hab gedacht, man könnte das ändern, maybe. Diese Teufel sind wahrhaft schrecklich. Melden. Oh, nice. Danke. Müssen wir uns dann später irgendwann mal holen. Achso, da war ich ja gerade. Was hab ich denn jetzt vor? Gibt nur noch ein Quest hier? Kann ich ja kaum glauben. Jetzt müssen wir wahrscheinlich da unten an die große Holztür, ne? Die hier zu sehen war. Wenn ich das Ding hier fertig habe, dann geht es erstmal in die Enklave. Und dann wird. Nö, ist gar nicht die Holztür, okay. Ja sein können. Ja, da bin ich. Dann geht es erstmal in die Enklave. Dann schmeißen wir den ganzen blauen Kack mal eben in die Auktion, in der Hoffnung, dass wir vielleicht ein bisschen was dafür kriegen. Noch mehr Wissen. Wissen ist Macht. Ja, ich würde gerne mit dir reden, danke. Hat sehr gelohnt. Neuer Titel verdient. Jetzt muss ich erst mal gucken. Losen kann weg.
kriegt die denn? Keine Ahnung. Oder sind das die, die hier rumlaufen? Weiß ich nicht. Drei Piraten oder Banditen noch, die werden wir auch noch kriegen. Barbaren. Das auch. Das könnte man irgendwann mal so machen. Das auch. Noch knapp 100 Gnolle, das geht eigentlich auch. Kobold, da muss man noch ein bisschen was machen. Nasher ist auch nicht mehr so viel, das kann man mal machen. Orks ist auch nicht mehr so viel. Sehr, sehr nice. Nein, abgeschlossene will ich da nicht sehen. Nur. Achso, ja doch. Black Dagger Ruin? Mir fehlt in den Black Dagger Ruinen was? Okay. Da muss ich dann nochmal hin. Ja, das sind alle Sachen, wo ich jetzt eh noch nicht hinkomme. Ja, PvP-Gedönse. Das juckt mir erstmal nicht. Da haben wir gerade geguckt. Okay, ja, hier ist auch noch so einiges im Argen. Gewölbe. Episch. Okay. Sollte nicht so schwierig sein. Hoffe ich jetzt mal. Ja, episch ist immer so eine Sache. Ist meistens anstrengend. Na, da werde ich nichts von haben. Farmgemeinschaft. Okay. Eins noch, okay. Das hier kann man auch irgendwann mal machen, vielleicht. Dass wir so ein eigenes Foundry machen. Ein in der Black Dagger Ruine. Okay. Im Turmviertel fehlen zwei. Friedhof fehlt einer. Helmsholm fehlt einer. Ja, und die anderen, wo eh null sind, da war ich dann auch noch nicht. Achso. Ja, das kommt dann auch, wenn wir in dem anderen das machen. Wissenseinheiten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Haben wir da gar nichts von? Ja, Berufe haben wir auch noch nichts von. Allgemein. Ich weiß nicht, was hier keine Bruderschaft-Quests sind. 25 Gefährten, ja, easy. Die meisten Feinde im Gefecht. Stufe 40 ist ja nicht mehr so weit. Das dürfte wahrscheinlich dann der nächste sein, den wir kriegen. Ja, okay, gut. Das geht aber noch. Wenn ich ehrlich sein soll. So, Skeletttöter. Nein. Titel entfernen. Teufelstöter auf jeden. Auf jeden. Teufelstöter ist cool. Segen. Ja, hier geht da nichts. Da auch nicht. Einfach mal durchgucken. Nicht, dass wir hier schon irgendwas frei haben. Eine Million. Wird, glaube ich, ziemlich hart.
55 Lebensentzug und Robustheit. Warte mal. Jetzt will ich was wissen. Das muss ich jetzt mal eben schnell gucken. So. Was gibt der? Lebensentzug und Robustheit. 401 und 1072. Fliegen ist wesentlich angenehmer als laufen. Geil. Gut, dann. Wo geht's jetzt hin? Was hat der hier? Bewegung, easy. Lebensentzug, Robustheit, auch easy. Regeneration ist ganz nice. Feuer erleben. Eine gefährliche Beschäftigung. 25 Kraft ist auch okay. 25 kritische Trefferrate ist natürlich besser. 20 Robustheit, Erholung, Verteidigung, Rüstungsdurchdringung. Stufe 60, okay. Wo geht's jetzt hin? Boah, dann muss ich die jetzt auch noch. Dann muss ich die auf jeden Fall auch noch leveln. Das ist also halt genau wie hier. Ja, gut zu wissen.